Moin! Wir sind auf der IFA unterwegs und jetzt gerade bei Asus und die haben eine ganze Menge neue Notebooks im Gepäck. Natürlich, Intel hat neue Prozessoren vorgestellt, da gibt es auch neue Notebooks und wir fangen an mit dem Asus ZenBook Pro 14. Ja, das ZenBook Pro ist jetzt an sich nicht unbedingt neu, denn es gab bereits ein Modell mit diesem OLED-Touchpad, das eben als Second Screen genutzt werden kann, auf dem ihr Shortcuts legen könnt, auf dem ihr kurze Aktionen legen könnt und so weiter und so fort. Einen Kalender kann man anzeigen lassen und so weiter. Also sehr viele coole Sachen über das Touchpad realisierbar, auch einen Film kann man darüber angucken. Und jetzt hat Asus einfach eine kleinere Version, 14 Zoll, rausgebracht, die auch noch ein bisschen schlankere Rahmen hat, generell ein bisschen kompakter ist dadurch. Fangen wir mal kurz an bei den Innereien. Wir haben den aktuellen Core i7 bzw. Core i5 der Whiskey Lake U-Generation, die jetzt gerade vorgestellt wurde. Das heißt, es ist entweder ein Core i7 8565U oder ein Core i5 8265U verbaut. Dazu gibt es eine GeForce GTX 1050 in der Max-Q-Ausführung, also auch schön stromsparend, aber eben auch ausreichend für mal ein kleines Spiel zwischendurch oder eben auch einfach für so Sachen wie Bildbearbeitung, Videobearbeitung bestens geeignet. Beim Speicher gibt es dann viele Optionen, von 128 GB bis 1 TB ist alles dabei. Es gibt ausschließlich SSD-Optionen, aber die unterscheiden sich noch in der Ausstattung, denn beispielsweise 128 und 256 GB gibt es lediglich als SATA 3 Optionen. Bei 256 und 512 GB ist es dann eine PCI Express X2 SSD und die 1 TB Version ist dann auch eine PCI Express X4 SSD. Heißt ganz kurz, umso größer der Speicher, desto schneller ist er auch. Beim Display, wie schon erwähnt, haben wir ein 14 Zoll Display, Full HD Auflösung, sehr sehr schlanke Rahmen, das heißt 86% Display to Body Ratio hier, also schön schlank das Gerät, schön kompakt das Gerät. 100% sRGB Abdeckung heißt auch eben für Grafiker geeignet, also eben für Leute, die jetzt Videoschnitt, Fotobearbeitung machen und dabei möglichst genaue Farben benötigen, ist das Display auch geeignet. Das Display übrigens auch Pantone Validated, das heißt auch Farbechtheit geprüft von Pantone, das ist also ein Farbinstitut, die da sehr, sehr großen Wert drauf legen und das Display hier eben von denen validiert, von denen geprüft, dass es eben wirklich ein sehr, sehr farbgenaues Display ist. Zum Touchpad ganz kurz, wir haben jetzt hier den Dual Window Mode, das heißt, ihr könnt euch unten einfach ein x-beliebiges Fenster reinlegen, sei es jetzt ein Browser, sei es ein Ordner, sei es ein Video, sei es was auch immer ihr da unten reinlegen möchtet. Heißt letztendlich auch bei Programmen, die ihr in verschiedenen Fenstern aufteilen könnt. Beispielsweise wir nutzen DaVinci Resolve für den Videoschnitt, dort kann ich mir einzelne Panels und einzelne Fenster und einzelne Displays legen. Heißt, ich kann mir dann einfach mein Bedienpult, beispielsweise für die Farbkorrektur, hier unten reinlegen, kann dann unten meine Farben regeln und gleichzeitig das Ganze als Touchpad benutzen. Also ist eine ganz coole Sache. Mehr Apps sollen auch noch folgen, Spotify soll noch folgen, es sollen auch diverse weitere, also mit Adobe spricht man wohl bereits, dass die das Ganze auch mitnutzen können. Also da ist so ein bisschen Bewegung drin. Asus gibt natürlich alles, um dieses System irgendwie durchzusetzen. Und ja, das bleibt auf jeden Fall spannend, was man daraus noch machen kann. Weil auf den ersten Blick sieht das schon recht interessant aus, aber so ganz überzeugt bin ich jetzt noch nicht, weil ja, es ist einfach so ein bisschen schwierig noch vorherzusehen, wie gut das am Ende funktioniert. Jetzt gerade, wir haben es kurz ausprobiert, wenn man da so ein Fenster reinzieht, das ist schon sehr klein. Ja, also man muss da schon die Skalierung dann sehr hoch drehen, dann ist aber die Skalierung am Hauptdisplay. Also, ja, es hat auch schon so ein paar kleine Ecken und Kanten. Da schauen wir mal, ob Asus das Ganze dann per Software eventuell noch regelt. Ja, bei der Konnektivität, Anschlüsse sind zu Genüge vorhanden. Wir haben USB 3.1 Gen 2 als Type-C-Anschluss, USB 3.1 Gen 2 als Type-A-Anschluss, einmal USB 2.0, Standard-HDMI-Anschluss und ein Mikrofon-Headset-Kombi-Anschluss. Also das heißt, ihr könnt dort eben Kopfhörer anschließen oder auch ein ganzes Headset oder nur ein Mikrofon, wie ihr wollt. Infrarot-Webcam ist mit dabei, das bedeutet, ihr könnt auch Windows Hello über die Kamera benutzen. Finde ich persönlich sehr, sehr praktisch. Ich klappe das Gerät auf, seid angemeldet. Sehr coole Sache mit der Gesichtserkennung und vor allem, es geht ultra schnell. Ich nutze das Ganze in einem Surface Book beispielsweise und das ist wirklich sehr genial. Und wenn das Asus genauso schnell ist, dann ja, braucht ihr kein Passwort mehr, braucht ihr keinen Fingerabdruck mehr oder sonst irgendwas. Das ist wirklich einfach sehr, sehr cool. Wi-Fi gibt es natürlich nach AC-Standard, also A, B, G, N, AC, alles mit dabei. Braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Bluetooth 5.0 ist auch mit dabei, auch das also easy. Ja, beim Gewicht 1,6 Kilo ist jetzt nicht das leichteste Notebook, aber für die Ausstattung durchaus in Ordnung. Und 1,6 Kilo liegt jetzt nicht groß schwer in der Hand. Es fühlt sich aber sehr, sehr wertig eben an, auch dadurch, dass es so ein bisschen Gewicht hat. Aber ja, das muss man natürlich immer ein bisschen selbst entscheiden, ob man jetzt 1,6 Kilo rumtragen will oder nicht. Ich fände es okay, also mich würde es nicht stören. Ja, zum Akku, 70 Wattstunden sind verbaut, das Ganze soll noch bis 10 Stunden durchhalten, also ordentlich Arbeitszeit hier mit dem Gerät. Ob das hinkommt, auch das, wie immer, müssen wir im Test schauen. Und ja, ansonsten vom ersten Eindruck wirklich ein sehr, sehr schönes Gerät, eine sehr schöne Haptik vor allem, also es fühlt sich sehr, sehr gut an, es fühlt sich sehr hochwertig an.
Und ja, auch die Tastatur tippt sich sehr gut im schönen Druckpunkt hier. Ganze fühlt sich wirklich hochwertig an. Also anders kann man das wirklich nicht beschreiben. Fühlt sich sehr gut an. Und ich denke, längere Texte schreiben dürfte ja auch kein Problem drauf sein, weil die Tastatur so gut reagiert. Einzig gewöhnungsbedürftige ist der Power-Button. Der liegt nämlich in der Tastatur oben rechts. Muss man sich erstmal daran gewöhnen, dass der da liegt, dass man da nicht versehentlich drauf tippt, wenn man jetzt irgendwie am Schreiben ist oder so. So viel erstmal zum Asus ZenBook Pro 14 von der IFA 2018. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Abo da. Fragen zum Gerät gerne ab unten in die Kommentare. Wir werden versuchen, alles zu beantworten und natürlich dann auch einen Test nachzureichen, sobald wir ein Gerät dafür bekommen. Ja, und damit bis zum nächsten Mal.